intentions of my own command. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games News und more. Endlich Zeit für Gaming News. Wir reden heute über Dead Island, über Deus Ex Mankind Divided, über Forza. Ja, ihr seid in den PS4 News. Und dann natürlich über die PS4 Neo, welche Gerüchte darum alle ranken. Ja, eigentlich würde ich mal sagen, wir beginnen die Sendung mit einem Gehen und einem zweiten, ne? Weil Remastered und Zombies, das sind eigentlich zwei gute Gründe zu sagen, ach scheiße, wen interessiert's, ne? Dead Island Remastered kommt am 30.05. oder am 31.05. besser gesagt in die ausländischen Stores, nicht in den deutschen. Muss man sich also aus dem Ausland besorgen, ist dann verfügbar zum Preis momentan, ich habe mal geschaut, im US-Store von 40 US-Dollar. Das geht schon mal in Ordnung. Wir bekommen also Dead Island 1, wir bekommen Dead Island Riptide, beide zusammen für 40 Euro. Ja, 40 Dollar, 40 Euro. Ich glaube, Österreich wird wahrscheinlich 40 Euro sein, also daher. Und ich fand Dead Island wirklich mega geil. Dead Island 2 ist noch relativ lange hin, nachdem ja nun der erste Entwickler gefeuert wurde und der zweite aber schon gut dabei ist. Tja, ich weiß nicht, wann das Ding kommen wird. Deswegen müssen wir so lange halt das alte Dead Island zocken und das macht einen Riesenspaß, finde ich. Habt ihr es nicht gezockt auf den alten Konsolen, dann würde ich auf alle Fälle zum Remaster dazuschlagen. Habt ihr es gezockt? Ja, Gott, dann muss man es nicht unbedingt haben. Ja, ich sag mal, Jensen ist back. Adam Jensen aus Deus Ex ist zurück. Und zwar am 31.08. kommt er zurück mit Mankind Divided. Und worum geht es da? Ja, das erzählen uns die Jungs in einem sehr, sehr ausführlichen Trailer. 6 Minuten geht das Ding. Im kleinen Ausschnitt läuft es ja hinten. Schaut euch den 101-Trailer, also sprich den Grundlagentrailer zu Deus Ex auf jeden Fall an. Sehr interessant, da wird euch dann nochmal gesagt, man kann alles irgendwie lösen mit Gewalt oder halt mit Stealth, wie auch immer einem das Spaß macht. Das ist alles drin. Und dann so ein klein wenig Hintergrundgeschichte, was wir da genau machen und warum wir das machen, ist wirklich sehr interessant. Deus Ex, der alte Teil war schon gar nicht schlecht, fand ich, und auf der neue sieht auf alle Fälle jetzt schon mal sehr gut aus. Ja, und dann kommen wir zu Forza. Ja, Forza. Ich liebe Forza und ihr wahrscheinlich nicht. Oder halt, wie gesagt, wenn ihr nur eine PS4 habt, habt ihr bisher nicht die Möglichkeit gehabt, mal reinzuschauen bei Forza. Könnt ihr sofort machen auf dem PC. Richtig, also nicht sofort, aber ab dem 5.5. ist es soweit. Dann kommt Forza auf dem PC. Apex, das ist ja die Free-to-Play-Variante, die es geben wird auf dem PC. Und die kann, wie gesagt, in der Beta gespielt werden. Ab dem 5.5. solltet ihr, finde ich, auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ich fand Forza 6 war wirklich sehr, sehr gut geworden. Gerade Nachtrennen und Ovale haben aufgrund des hohen Geschwindigkeitsgefühls und so weiter auf der Konsole wahnsinnig Spaß gemacht. Wie es auf dem PC ist, muss ich mich auch selber noch von überzeugen. Aber ich denke, das wird schon eine recht coole Sache werden. Ja, und dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Thema. Deswegen habe ich die News relativ kurz gehalten. PlayStation 4 Neo. Die Gerüchteküche ist, sage ich mal, nicht mehr nur am Brodeln, sondern auf Giant Bomb gab es geleakte Dokumente und die sagen mehr als genug aus. Und zwar so viel, dass ich auch persönlich sage, das Ding ist Realität. Das Ding wird kommen. Das Ding wird wahrscheinlich im Oktober kommen. Und was ist davon zu halten? Was ist PS4 Neo und was sollte man selber als PlayStation 4 Besitzer jetzt ja, von der ganzen Situation halten? Das ist wirklich die Frage dahinter. Also erstmal für diejenigen, die bisher noch gar nichts wissen, die PlayStation 4 Neo, also von dem, was bisher bekannt ist. Also mir ist persönlich noch ein bisschen zu wenig bekannt, aber es ist klar, es wird auf alle Fälle geben. Verbesserte Grafikeinheit, stark verbesserte Grafikeinheit, leicht erhöhter Prozessortakt, RAM war, glaube ich, identisch, ich weiß es nicht, auf alle Fälle halt, also ein leichtes Upgrade der Hardware, um halt einfach mehr bieten zu können. Und dieses mehr wird sein, dass Entwickler zum Beispiel gezwungen sind, für die PS4 Neo zu entwickeln mit 1080p. Das ist also absolute Minimalanforderung von Sony an die Entwickler, was sie bringen müssen. Aber ganz wichtig, Sony hat einen relativ langen Katalog gemacht für die Entwickler, was alles nicht gemacht werden darf. Sprich, um einfach dafür zu sorgen, dass die PlayStation 4 Community und die PlayStation Neo Community weiter eins bleibt. Weil das ist ganz wichtig, damit sich der Kunde, der sich jetzt gerade erst eine PS4 gekauft hat, nicht einfach sowas von total verarscht fühlt. Das Ding wird wahrscheinlich wieder auch nur 3,99 kosten, also im ganz normalen PlayStation 4 Segment angesiedelt sein. Und deswegen müssen
alle Spiele nicht dürfen, sondern müssen alle Spiele weiter natürlich auf der PS4 laufen, auf der PS4 Neo laufen. Und was sind die Mindestanforderungen? Genau, was sind die Mindestanforderungen? Das wird, glaube ich, in meinen Augen der kleine Hemmschuh sein. Weil, wie gesagt, auf der PS4 Neo wird es möglich sein, mehr Frames zu haben, mehr Grafik zu haben, mehr Explosionen, mehr. Also von allem mehr, um halt diese mehr Power, die die PS4 Neo bietet, auch an den Mann zu bringen. Aber, wie gesagt, immer dabei, das Spiel muss zu 100% laufen auf der PlayStation 4. Aber was bedeutet zu 100% auch auf der PlayStation 4 laufen? Das ist der Moment, wo ich so ein kleines bisschen Angst habe, dass es dann auf einmal reicht, wenn wir dann halt 720p haben und 30 Frames, die gerne auch mal runterbrechen auf 20 oder so. Das ist wurscht, Hauptsache es läuft auf der PS4 und auf der Neo dann halt in 1080p. Aber wie fühle ich mich als Kunde momentan? Ich würde sagen, es ist okay, es ist okay. Ich glaube, wir sind momentan hier wirklich tatsächlich, dass das hier gerade ein ganz, ganz entscheidender Moment ist in dem Leben der Konsolen, sagen wir es einfach mal so. Ich glaube, wir sind aber hier, den Bruch zu erleben der traditionellen Konsolengeneration, so wie wir ihn bisher kannten. Ich glaube, das ist wirklich dieser maßgebliche Schritt, den Sony hier unternimmt, der einfach dafür sorgen wird, dass der traditionelle Konsolenmarkt so nicht weiter existieren wird, sondern dass wir in Zukunft nur Upgrades erleben werden. Und zwar, das machen sie ganz genauso. Ich meine, auch Microsoft hatte es ja schon angekündigt gehabt, zu sagen, hey, wir hätten gerne ein Hardware-Upgrade und schielte dabei Phil Spencer auf den Handymarkt. Und ich glaube, das gleiche hat auch Sony gemacht und hat so ein bisschen auf den Apple-Markt geschielt, weil die Jungs machen doch dasselbe. Sie bringen immer wieder, was weiß ich, neues iPhone, neues iPad und die alten Sachen laufen weiterhin. Es ist egal, habe ich ein iPad 2R, habe ich ein iPad Pro, selbst das Ur-iPad. Na gut, ich glaube, da gibt es mittlerweile ein, zwei Sachen, die da nicht mehr funktionieren, aber ansonsten, meine komplette Softwarepalette funktioniert halt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, je nachdem, welche Plattform ich halt darunter verwende. Und das ist das, was PS4 Neo sein wird. Es läuft dasselbe wie auf der PS4, nur halt besser. Und irgendwann wird es eine PS5 geben, da wird dasselbe drauflaufen wie auf der PS4 Neo, nur halt besser. Ihr versteht, was ich meine, worauf ich hinaus will. Also, ob ich jetzt ein iPhone 5 habe oder ein iPhone 6 habe, ist eigentlich relativ egal. In einem Gerät habe ich einfach ein bisschen mehr Dampf und ich glaube, da genau sind wir. Und warum macht Sony das? Weil sie verflucht klug sind, weil sie verflucht klug sind. Momentan sind sie absoluter Marktführer. Und bisher war es so, immer beim Konsolenwechsel, bei der Generation hatten wir so ein Reset. Wir haben komplett alles auf Null gesetzt und haben wieder geguckt, welche Konsole ist die bessere, wo kriege ich mehr für mein Geld, was ist mehr für mich persönlich. Und dieses Gucken wird wegfallen, weil ich brauche nicht mehr zu schauen, weil es bleibt ja alles eins. Ob ich jetzt PS4 habe, PS4 Neo, PS5, es ist wurscht. Ich bleibe halt innerhalb meiner Produktlinie und meine alte Software läuft ja weiter, was ja bisher nicht der Fall war. Ich meine, gut, okay, wir haben ja auf der Xbox die Abwärtskompatibilität, aber das ist ja auch eher was Besonderes und gilt auch nicht für alle Titel. In Zukunft haben wir das für alle Titel. Wenn wir dann irgendwann die PS5 kaufen werden, wird alles weiterlaufen. Nur halt, wie gesagt, mit weniger Details zum Beispiel, mit schlechteren Frames, mit niedrigerer Auflösung, aber es wird laufen. Und das ist genau der Weg, den Sony hier einschlägt. Und ich glaube, das ist auch genau der Weg, den alle anderen dann auch einschlagen werden müssen. Wir sind einfach an der Stelle, wo mit den traditionellen Konsolen gebrochen wird. Ist meine Meinung, ist definitiv meine Meinung dazu. Die Gerüchte sind einfach zu sehr zum Greifen, sage ich es einfach mal, um zu sagen, das stimmt nicht. Das ist meine Meinung, das, was hier gerade passiert. Wir erleben einfach einen Wandel des Konsolenmarkts von Sony in meinen Augen wirklich sehr geschickt eingefädelt. Das war auch wirklich genau der richtige Zeitpunkt. Natürlich ärgern sich Leute und es wird wirklich das abzuwägen. Ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Wie wird mit alten Kunden umgegangen und so weiter? Das kann man alles überhaupt nicht sagen. Da muss man wirklich warten, bis Fakten kommen von Sony. Das bedeutet, wir werden also auf die E3 ganz, ganz stark gucken müssen. Und da wird uns Sony erklären, was und wie läuft. Und dann wird auch die Entwicklung so ein wenig beobachtet werden müssen. Weil, wie gesagt, nachher haben wir irgendwelche Spiele bereits, sagen wir mal, nächstes Jahr, die wirklich nur eine Ruckelorgie auf der Standard-PS4 sind und halt super flüssig auf der Neo laufen. Und wir müssen die neue kaufen. Dann wird's scheiße. Dann wird der ganze Weg, all das, was ich gerade gelobt habe, kehrt sich dann ins Negative. Das darf nicht passieren. Aber ich denke, dass Sony da auf alle Fälle ein Auge drauf haben wird und wir uns jetzt einfach mal vom traditionellen Geschäft umgewöhnen müssen. Aber
wie gesagt, alles nur momentan auf kleinen Gerüchten basierend. Ne? Also wir wollen die Sache hier jetzt nicht mit Hand und Fuß festnageln. Das kann nur Sony machen, das werden sie machen auf AE3. Da gehe ich ganz stark von aus und ich gehe auch ganz stark von aus, dass sie das Ding im Oktober auf den Markt bringen und am besten dann noch mit PlayStation VR zusammen, weil die PS4 ist eh ein klein wenig zu limitiert für VR, sind wir ganz ehrlich. Und das kann die Neo dann natürlich besser machen. Hier gibt es vielleicht noch einen Neo-Bundle mit VR. Ich meine, das wird dann auch teuer wie Sau, aber vielleicht eine interessante Geschichte. Schreibt mir mal bitte unten rein, was ihr bisher denkt über Neo. Ich habe, wie gesagt, momentan so viele Anfragen bekommen, was ich denke, dass ich einfach gedacht habe, hey, ich mache das hier in der News rein, ruhig. Kein extra Special, dafür haben wir noch momentan zu wenig Fakten. Special gibt es, wenn wir Fakten haben. Aber mit dem, was wir momentan an Gerüchten haben, zu einem so stark greifbaren Gerüchten, dachte ich mir einfach, das muss hier rein. Aber jetzt, wie gesagt, eure Meinung, PS4 Neo, hopp oder flop oder wie auch immer, wie fühlt ihr euch, wenn ihr jetzt merkt, es wird auf alle Fälle dieses Jahr eine stärkere Konsole kommen, die ihr nicht zu Hause stehen habt, sondern halt dann eventuell neu anschaffen müsst. Aber das war's auch schon, Leute. Damit sind wir durch. Ich denke mal, gerade mit dieser Bombenmeldung kann ich euch entlassen in die neue Woche, in die erste Maiwoche dieses Jahres. Wir haben uns unterhalten über Dead Island, was ja nur im Ausland verfügbar ist. Deus Ex hat sich ein wenig gezeigt in einem neuen Trailer. Forza auf dem PC ab dem 5. in der Beta verfügbar und PS4 Neo. Die Gerüchte verdichten sich. Alles Weitere, ja, lassen wir einfach auf uns zukommen. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, denkt dran auf alle Fälle, den Daumen nach oben zu recken, das Video zu teilen und natürlich auch den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Ich sage alles Gute, bis dahin, euer Goodie.